Gibst du der Kamera noch ein Kussi? Wow, toll! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog von uns. Oder? Wollen wir heute filmen? Ja. Bist du ganz süß? Bist du ein bisschen schüchtern? Ihr habt schon ein bisschen länger nichts von uns gehört, weil wir uns hier erstmal so ein bisschen umstrukturieren mussten. Ich bin ja aktuell heute in der... Willst du mein Telefon zeigen? Ist aber lieb von dir. Heute ja aktuell in der 19. Schwangerschaftswoche mit unserem zweiten Wunder. Und Clara macht gerade so eine kleine Trotzphase durch, beziehungsweise ist jetzt der neueste Trend, keinen Mittagsschlaf mehr zu machen. Und das war natürlich ordentlich ungewohnt erstmal für uns. Und wir mussten uns jetzt irgendwie erstmal um diese ganzen Umstände gewöhnen. Deswegen hatten wir eigentlich gar keinen richtigen Tagesablauf, oder mein Spatz? Ganz viele bockige Wutanfälle und dann völlig übermüdet, weil sie, wie gesagt, keinen Mittagsschlaf machen wollte. Aber jetzt klappt das eigentlich seit einer Woche ganz gut, dass ich sie mittags eigentlich gar nicht mehr versuche hinzulegen. Dass wir uns zwar schon ins Bett legen und dann hören wir meistens irgendwie eine Geschichte von der Toni-Box oder ich mache ihr irgendein Video von mir an, dass sie so ein bisschen was gucken kann und dabei abschaltet. Und dann kuscheln wir ungefähr so eine halbe Stunde im Bett und dann ist sie auch wieder, als hätte sie 2 Stunden geschlafen. Also richtig Power geladen. Genau. Wir haben es heute Freitag. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Und ich nehme euch heute auf jeden Fall wieder mit. Ich habe heute auch einiges auf dem Zettel. Es ist jetzt... Jetzt hat sich hier mein ganzes Telefon verstellt. 8:20. Und du präsentierst jetzt alles. Wolltest du jetzt hier so einen kleinen Fashion-Haul noch machen? Hm? Ja? Es ist jetzt 8:20. Wir machen uns jetzt fertig für die Musikschule. Die haben wir jetzt von mittwochs auf freitags verschoben, weil unsere Musikschullehrerin den Mittwochskurs abgegeben hat und wir gerne bei ihr bleiben wollten. Und danach muss ich noch in die Stadt. Unser Freund wird heute 30 und soll fegen. Da muss ich noch ein bisschen was besorgen. Eier und noch eine kleine Spardose, die ich bestellt hatte. Vielleicht auch noch den Wocheneinkauf. Ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Da muss ich noch die Geschenke einpacken, weil morgen die 30. Geburtstagsfeier ist und die Einschulung meiner Nichte. Ach ja, und eigentlich hatte ich auch vor, heute mal endlich mein Kleingewerbe anzumelden. Einfach um da so ein bisschen abgesichert zu sein und eventuell ein bisschen was nochmal in Zukunft nebenher zu verdienen, weil das Elterngeld wird natürlich jetzt auch mau mit dem zweiten Kind. Also ich muss mal gucken, einiges steht an. Es war ja jetzt echt die ganze Zeit mega heiß und heute, es sind, ich glaube, noch nicht mal 20 Grad. Ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Also ich habe jetzt hier ein T-Shirt. Mein süßer kleiner Babybauch, der spannt auch schon ordentlich hier im T-Shirt. Hätte ich vielleicht mal runterziehen müssen zum Vorzeigen. Ja, eine Hose, also ich hoffe mal, es reicht von der Wärme her. Klar, habe ich jetzt erstmal einen Pullover angezogen. Das erste Mal, glaube ich, seit gefühlt 2 Monaten. Aber ich nehme mir auf jeden Fall noch ein T-Shirt mit. Und wir beiden Süßen, ach so, okay. Clara möchte noch ein Tuch mitnehmen. Und auch ein Kleid, eher gesagt. Spielst du der Gespenst? Dann packe ich nochmal die letzten Sachen zusammen. Also irgendwie einen kleinen Snack für Clara und was zu trinken. Und dann fahren wir auch schon los, ne, mein Engel? Nicht, dass wir zu spät kommen. Lieber früher da sein als zu spät. Und Entschuldigung für die Lichtverhältnisse. Aber ich bin es gar nicht mehr gewohnt, Licht anzumachen. Sonst muss man die Sonne eher aussperren. Jetzt ist sie gar nicht da. Ich habe jetzt offiziell Kleingewerbe angemeldet. ging innerhalb von 5 Minuten, glaube ich. Ich musste nur meinen Personalausweis abgeben. Dann hat sie ein paar Fragen gestellt, was ich genau machen möchte. Und ja, jetzt habe ich ein Kleingewerbe angemeldet. Kostet, glaube ich, 37 Euro noch was. Natürlich war mein Portemonnaie restlos leer. Ich muss ja erstmal Geld verdienen, ne?
Ja. Ich werde jetzt schnell zu Family fahren und hoffen, dass das Paket angekommen ist, was ich ja online bestellt hatte. Da waren Regensachen für Clara drin und wie gesagt, diese Spardose, die ich heute Abend brauche. Und das wäre richtig ärgerlich, wenn die jetzt nicht ankommt, weil wir halt für Matze Geld sammeln wollten, währenddessen er fegt, damit er auch so einen kleinen Obolus hat, sozusagen eine Aufwandsentschädigung. muss ich mal gucken. Und dann, eigentlich liege ich sehr gut in der Zeit, 20 nach 10. Zur Family müssen wir ein kleines Stückchen hinlaufen, es ist aber nicht so weit, weil die haben einen einzigen Parkplatz vor der Tür und der ist halt immer voll, immer besetzt. Werde ich ja gleich sehen. Genau. Und dann schauen wir mal weiter, wie ich in der Zeit liege, ob ich doch noch einkaufen gehe. Eigentlich würde das auch noch passen, aber man verschätzt sich dann auch so schnell, ne? Weil beim Einkaufen brauche ich auch immer meine gute 1 bis 2 Stunden. Und dann wird das doch wieder alles ganz schön knapp, weil ich halt auch noch die Geschenke machen muss. Und ich weiß auch noch gar nicht, was ich anziehe. Das ist auch noch das Problem. Ich weiß gar nicht, was ich morgen zur Einschulung jetzt anziehen soll. Aber erst war es richtig, richtig warm die letzten Tage. Und jetzt sollen wir auf einmal morgen nur bedeckt, also soll bewölkt sein morgen mit 20 Grad. Ich habe auch gar nichts dann für Clara. Ich hatte für sie halt auch ein kurzes Kleid und gar keine Überwurfjacke. Und ja, der einzige Parkplatz ist besetzt. Deswegen müssen wir jetzt ungefähr, keine Ahnung, 50 Meter weiterfahren oder so. Ist auch nicht schlimm, aber naja. Ich frage mich auch, warum nur ein Parkplatz davor ist. Muss die Karte da rein zum Bezahlen? Du bist so schlau, mein Schatz. Ja. Ja. Ich glaube, das passt aber nicht ganz. So, ich habe jetzt gerade frische Eier gekauft. Ich glaube, man konnte es aber nicht so gut sehen, weil ich habe natürlich wieder falsch geparkt. Sodass ich die Kamera nicht perfekt positionieren konnte. Schlechter Blogger-YouTuber. Wir haben hier beim Bauern dann auch so eine wiederverwendbaren Eierbehälter. Richtig cool. Und ich habe jetzt für 10 frische Eier von glücklichen Hühnern 2 € gezahlt. Und ich finde, da kann man echt nichts sagen. Muss ich mal gucken. Ein LKW. Ich wollte die Kamera auch nicht mit reinnehmen, weil es ist hier nur mal ein Dorf und wir haben auch nicht viele Einwohner und da wird dann natürlich auch getratscht. Ne? Hier ist gerade ein LKW-Fahrer, der hat sich jetzt wahrscheinlich auch gerade gewundert, was macht die da mit der Kamera? Ja. Spricht sie so schnell rum? Ja. Ja, weil mein Dorf hier hat glaube ich 3, 4 Straßen. Ja, genau, Schätzi. Und Clara sitzt gerade hinten auf der Rücksitzbank und muffelt von Aldi diese Käsetwister, die liebt sie. Also wenn ihr mal bei Aldi Nord seid, probiert mal die Käsetwister. Gebt die auch mal euren Mäusen. Also Clara wird immer schon, wenn man jetzt reinkommt, ist ja immer gleich schon links der Backshop und Clara ist immer gleich schon da. Hab mich den ganzen Einkauf über immer genervt, dass sie diesen Käsetwister haben wollte. Aber da sie ja so ungern Auto fährt, habe ich gesagt, nee Schatz, den gibt es erst im Auto. Das hat sie jetzt aber gut mitgemacht. Und wir sind auch gut in der Zeit. Es ist jetzt 11:30. Ehe ich alles verräumt habe, ist es dann 12. Also kriegen wir alles gut hin. Läuft heute bei uns. Claras Laune ist auch noch super. Ja, Family, genau. Wir haben unser Family-Paket bekommen und das wurde in eine falsche Filiale geschickt. Ja, ohne Worte. Ich war nämlich am Dienstag schon da und da meinte sie, ja, muss dann spätestens Mittwoch ankommen. Ich hatte aber keine Lust, dann einen Tag später nochmal hinzufahren. Deswegen dachte ich mir, okay, dann mache ich das Donnerstag oder Freitag. Ja, das ist zum Glück heute angekommen. Das ist echt. Ich habe diesmal auch keine E-Mail bekommen, weil sonst bekommt man ja auch immer eine E-Mail von Family, dass die
Pakete in der Wunschfiliale liegen, aber ich habe auch nichts bekommen. Und mir ist das nämlich neulich bei Rossmann schon mal passiert, dass ich den falschen Laden angegeben habe. Das war auch ganz peinlich. Da musste ich nochmal irgendwie, weiß ich nicht, einen halbstündigen Umweg machen, um mein Rossmann-Paket zu bekommen. Nur weil ich außerdem die falsche Filiale angegeben habe. Der schlägt ja immer Filialien, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, Filialien vor. Und wir haben hier keinen Rossmann. Und die andere Filiale ist im Endeffekt dichter, aber für mich nicht, weil ich halt lieber in meine Heimatstadt fahre und nicht in die andere Richtung. Deswegen habe ich mich so geärgert. Ne Engel? Und wir räumen jetzt alles schnell aus. Und dann kommt Jonas auch schon bald nach Hause. Mama. Was denn? Möchtest du nicht mehr? Ich nehme dir das gleich ab. Hm? Hallo. Hallo? Du musst hier Hallo sagen. Hier, die Kamera muss einmal rumkommen und dann Hallo sagen. Clara. Ich bin jetzt wieder zu Hause, habe gerade die Einkäufe verräumt und jetzt wollte ich einmal in das Ernstings Family Paket reinluschern. Und Clara sitzt gerade auf dem Tisch und ich glaube schon gerade die Kamera. Oh, ich habe einmal Regensachen bestellt, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Clara, die Kamera bleibt da stehen. Guck mal, du kannst dir mal die Gummistiefel angucken. Komm mal her. Oh, mit dieser süßen Gummistiefel. Ich hatte die jetzt einmal in 22 bestellt und in 23. Aber ich glaube, ich hätte sie lieber in 23 und 24 bestellen sollen. Hallo! Weil Clara hat nämlich jetzt langsam Schuhgröße 22, obwohl, nee, ohoho, seht ihr das? Das ist jetzt 23. Ja. Genau. Guck mal, was da noch drin ist. Oh Gott, und dann noch so einen süßen, den hatten wir schon mal mit Katzen, so ein Softshell-Overall. Und da sind jetzt Einhörner drauf. Oh mein Gott, ich werde wahnsinnig. Das ist süß. Auch in zwei Größen. Einmal in 92 und in Größe 86, genau. Weil wir haben jetzt hier noch den in Größe 80 hängen mit den Katzen. Und da hatte sie echt schon frühzeitig reingepasst, dadurch, dass er halt Bündchen hat. Oben und unten. Und unten hatte das auch. Ja, hat er sogar für die Füße nochmal extra dieses Fußbündchen. Deswegen hat Clara in Größe 80er schon relativ früh getragen. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich Größe 86 jetzt nehme oder 92, wie das Größenverhältnis zwischen den beiden ist. Genau. Mama wollte einmal die Sachen zeigen. Dann gibt es einmal die... Nein. Gut, dass die Kamera so robust ist, mein Kind. Nein. Clara, bitte. Schips. Doch. Dann einmal die passende zuckersüße Regenjacke. Ich wollte ja eigentlich rosa haben, aber Jonas hat dann gesagt, nee, lass mal lieber dunkelblau nehmen. Hat aber ein rosa Input und ich sehe gerade, die ist gefüttert. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte extra geguckt und da war ich eigentlich der Meinung, dass die nicht gefüttert ist. Aber die ist auch nur im Rücken gefüttert. Dann ist sie doch eher wohl schon für den Herbst. Aber naja, ich habe die jetzt ja auch in Größe 80 und 86, glaube ich, bestellt. Dann nehme ich dann eher die Größe 86 und dann passt das, glaube ich, auch schon wieder. Und die Regenhose sieht dann so aus. Auch wieder, das ist halt dunkelblau mit hellrosanen, weißen und pinken Sternchen. Und die Regenhose hat auch ein süßes Bündchen. Genau, Regenjacke kostet 18 Euro, Regenhose kostet 13 Euro, der Softshell Overall 20 Euro und die Gummistiefel 15, bin ich der Meinung. Ne, 10 Euro sogar nur, da kann man echt nichts sagen. Ich wollte aber noch... Ach, da hast du die schon? Super. Ja. Warte. Oh, du hast... Oh, wie toll bist du denn? Du hast ihn sogar richtig angezogen. Klasse! Ja. So, genau! Hast du den schon ganz alleine angezogen? Super gemacht, Engel! Ja.
Super! Hallo! Wie groß sind die denn im Gegensatz zu deinen Füßen? Ja. Mit ein paar dicken Socken passt da, glaube ich, im Herbst rein. Oder wir machen dann eine Einlegesohle rein. Ging leider erst ab 22 los, aber eigentlich hat sie. Ist Größe 21 jetzt schon fast zu klein? Ja, genau. So. Ja, so. Hallo. So. Klasse. Und die Füße. So. Super. Ja, die scheinen dir schon mal zu gefallen. Dann habe ich noch eine Leggings mitgenommen. Oh mein Gott, sieht die auch riesig aus. Clara wächst jetzt langsam aus Größe 74 raus. Deswegen habe ich schon mal eine Leggings in Größe 80 geholt für 6 Euro. Dann ein Langarm-Shirt. Schon mal für Baby 2. Ich finde, das ist auch Unisex. Also man könnte jetzt sagen, okay, es ist aus der Jungsabteilung, aber ich finde, dass das auch Mädchen tragen können, ganz ehrlich. Also nur weil da ein bisschen Blau mit drin ist. Clara hat ganz viel in Grau getragen. Ich fand das süß mit der Giraffe. Das war nämlich auch reduziert. Deswegen habe ich das einmal mitgenommen. Und die zweite, was ist hier noch drin? Genau, einmal noch ein Kleidchen für Clara. Ein Jeanskleidchen. Das hat 10 Euro gekostet. Offiziell war aber auch reduziert, bin ich der Meinung. Eine kurze Radler, falls es doch noch warm wird. Die hat 3 Euro gekostet, war aber auch reduziert, glaube ich. Glaube ich. Einmal eine blaue Leggings mit blauen Herzchen für 7 Euro. Die ist auch ein bisschen abgesteppt innen drin. Und nochmal diese süße Leggings mit Herzchen und an den Beinchen hier so ein bisschen gerofft. Genau, und hier ist die Spardose drin für Matze, ne? Aber ich habe schon zu Jonas gesagt, die ist ein bisschen klein. Da wird nicht viel Geld reinpassen, aber da muss ich sonst zwischenzeitlich immer einmal ausleeren oder die müssen halt alle mit Schein bezahlen. Oh Gott, die ist ja aber richtig klein. Aber ist halt, hat noch ein Kleingewerbe als DJ, deswegen fand ich, dass diese Katze mit den Kopfhörern so super zu ihm passt. Ne, für Matze den kleinen DJ. Aber da passt nicht viel Geld rein. Engel, zum Glück haben wir den Teppich. Obwohl, ein paar Fuffis passen da rein, ne? Müssen wir die einmal austauschen. Dann müssen wir irgendwie was mitnehmen, wo wir das einmal ausleeren können dann für Matze, ne? Ja, super. Genau, das war meine Family-Bestellung. Mal wieder ein bisschen chaotisch, aber so ist es ja immer bei uns. Clara hat bestimmt keine Lust, die Sachen jetzt anzuprobieren. Deswegen werde ich das, also habe ich jetzt auch gar keine Zeit zu. Deswegen werde ich das dann vertagen. Ja. Und der gefällt dir auch schon? Ja. So. Ja. So, Clara liebt es auch, sich umzuziehen, liebt Schuhe und Handtaschen. Also wird, glaube ich, ein richtiges Mädchen. Siehst du wie Mama? Hi. Hallo. Ja. Bist du süß? Engelchen, bist du süß? Und schüchtern. Gibst du der Kamera einen Kussi? Mua. Super. Gibst du der Kamera noch einen Kussi? Wow, toll. Kriegt Mama auch einen Kussi? Super. Mama will einen Kussi. Clara, Mama will einen Kussi. Mama will auch einen Kussi. Ich werde mich jetzt mal daran machen, das Geschenk für meine Nichte einzupacken. Willst du mich erschlagen, Kind? Ja. Genau, wir hatten ja einmal so ein 250er-Pack Wasserbomben geholt bei Stolz auf Fehmarn. Und für 4 Euro und
für 4 Euro auch noch so eine Wasserbomben-Pumpkanne. Die hatte ich, glaube ich, bei Jule schon gesehen. Genau, die hatten sie halt auch bei Stolz. Das bekommt sie einmal. Und dann einmal, das hatte ich bei Nancy gesehen, dass sie das für Johann geholt hatte. Einmal so eine riesengroße Uhr. Da sind die Jahreszeiten drauf. Dann das aktuelle Wetter, natürlich ganz wichtig, die Uhrzeit, die Monate, die Wochentage und hier die Ach, Mari! Du machst nur Blödsinn! Und das Datum. Das finde ich eigentlich eine richtig coole Möglichkeit und macht alles. Du machst nur Blödsinn, Kind. Ja, super. Es sieht ja auch wirklich aus wie bei den Hottentotten, ne? Also Clara hat momentan nur Flausen im Kopf. Die räumt hier alles nur noch von A nach Z. Ich komme mit dem Aufräumen auch echt nicht mehr hinterher. Weil sie alle Schränke immer ausräumt und auch vor allen Dingen umdekoriert. Also ich muss mich auch nicht wundern, wenn auch plötzlich meine Socken in der Küchenschublade liegen. Ich nehme mein Herz und jetzt hast du eine riesengroße Geschenkpapierrolle. Ja, dann spiel damit mal. Genau. Ich muss mal gucken, wie ich das einpacke. Eigentlich hatte ich dieses schöne Schmetterlingpapier hier besorgt. Das ist halt bunt mit Blümchen und Schmetterling. Aber da ich das hier, glaube ich, doch nicht einpacken werde und das schon ziemlich bunt ist, werde ich das, denke ich mal, lieber auf grünem Papier einpacken. Sonst ist das alles irgendwie zu bunt und passt dann auch nicht mehr zusammen. Und das ist eigentlich die perfekte Größe, um das jetzt einzupacken. Aber das hast du ja jetzt schon so kaputt gemacht, dass ich das, glaube ich, anhöre benutze. Und den Preis pulle ich mal lieber ab, auch wenn meine Nichte damit eh noch nichts anfangen kann. Ich finde das mal nicht schön, wenn auf Geschenken der Preis steht. Hörst du mal auf, jetzt auf der Geschenkpapierrolle rumzutouren? Das sie doch noch verwenden, Engel. Ach ja. So da kaputt gemacht hast du das ja nicht. Hallo. Hallo. Mio, lässt du das Geschenkpapier jetzt auch in Ruhe? Mit euch ist das hier wie im Irrenhaus, ne? Ja. Ja. Ihr macht nur Blödsinn. Ja. 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 Geh da runter! Geh da runter! Geh jetzt! Da kann man nicht drauf rumtorn. Vorsicht, Engel! Ach, ja, ja. Willst du nicht lieber irgendwie wieder anderen Schabernack veranstalten? Nee. Nee, das, so meine ich das auch nicht. Den Schabernack auch nicht. Das Geschenk habe ich nach einem langen Kampf mit Clara und dem Geschenkpapier eingepackt. Sieht jetzt so aus. Ach, halt kindgerecht, ne? Jetzt blendet die Sonne so. Einfach nur alles Liebe zur Einschulung. Und dann habe ich das jetzt hier so ein bisschen rangebamselt. Ja. Ich werde... Beziehungsweise es wäre eigentlich schön gewesen, hätte ich das natürlich machen können, wenn Clara schläft. Aber die kleine Motte möchte heute natürlich auch wieder keinen Mittagsschlaf machen. Und heute Abend sind wir erst spät zurück, weil wir ja zum Fegen fahren und morgen dann wieder so früh aufstehen. Und abends ist dann die richtige 30-Geburtstagsfeier. Wird auf jeden Fall ein sehr langer Tag mit wenig Schlaf, aber das kriegen wir auch hin. Abends passt dann Claras Patentante auf sie auf. Da bin ich auch mal gespannt, wie das läuft. Weil Clara momentan auch ein bisschen nachts mit den Zehen zu tun hat. Ich hoffe, sie wird nicht allzu doll geärgert.
Also ihre Patentante, jetzt nicht Clara. Genau, ich werde jetzt das Video an dieser Stelle beenden. Jonas kommt gleich nach Hause, machen wir uns fertig. Ich werde wahrscheinlich schon mal ein bisschen anfangen, das Video zu schneiden. Die Nudeln kochen gerade auf dem Herd und dann macht Clara nochmal eine kleine Pause. Und dann kann ich vielleicht schon mal das Video schneiden, je nachdem, wie das so klappt. Ne, Mio, mein Lausekater. Der ist ja auch immer so. Sobald Clara weg ist, kommt er dann sofort angekrochen, ne? Muss ich seinen Platz und seine Mami wieder zurückerobern. Willst du auch nochmal Tschüss sagen, mein Engel? Ja. Ja? Ja. Tschüss. Wir wollen dir Tschüss sagen. Ja. Ja. Wir haben uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns durch den Tag begleitet habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Kussi. Klasse. Mama auch ein Kussi. Mama ein Kussi. Nein. Die obercoole Nudel. Na, es geht schneller durch den Zopf, ne? Mama hat ja. Ist Mama schick? Hallo. 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 Wow. Hallo. Dankeschön. So, jetzt aber tschüss. Ja. Kussi? Mua. Noch ein Kussi? Mua. Super.